Die Steuerung zu Lexa 2 können Sie auch per App bedienen. Die App ist dabei eine Art Fernbedienung, über die Sie Ihre Antriebe und Verbrauch im System manuell bedienen und sich die aktuellen Wetterdaten anzeigen lassen können. Wichtig: Zur Grund- und Automatikeinstellung müssen Sie immer das Solexa 2 Bedienteil verwenden. Dies ist über die App nicht möglich. Zur Bedienung über die App muss sich Ihr Smartphone im gleichen WLAN-Netzwerk befinden. Soll die Bedienung von unterwegs erfolgen, müssen Sie eine VPN-Verbindung einrichten. Noch eine Bitte: Schützen Sie Ihr Netzwerk. Über WLAN und VPN könnten sich ansonsten Hacker unerlaubt Zugriff auf Ihre Steuerung, aber auch auf Ihren PC und andere Geräte im Netzwerk verschaffen. Nutzen Sie immer die aktuellste Verschlüsselungsmethode. Die Solexa 2 App ist kostenlos für iOS sowie Android in den jeweiligen Stores verfügbar. Damit die Kommunikation mit dem Smartphone klappt, benötigen Sie zusätzlich die WLAN-Schnittstelle SOL. Diese stellt die Verbindung zwischen dem Solexa 2-System und Ihrem WLAN-Netzwerk her. Zur Einrichtung des Systems müssen Sie die WLAN-Schnittstelle als erstes in eine Steckdose im Gebäude, in Nähe der Wetterstation sowie in der WLAN-Reichweite des Routers einstecken. Warten Sie, bis die WLAN-Schnittstelle vollständig hochgefahren ist. Dies wird durch dauerhaftes Leuchten der grünen LED angezeigt. Falls noch nicht geschehen, laden Sie nun die Solexa 2 Mobile App aus Ihrem App Store auf Ihr Endgerät herunter. Begeben Sie sich anschließend in die WLAN-Einstellungen Ihres Gerätes. Zur Veranschaulichung wird im Video ein Apple-Gerät verwendet. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk WLAN-Schnittstelle SOL. Öffnen Sie nun die Solexa 2 Mobile App. Geben Sie ins Feld Netzwerkname den Namen Ihres WLAN-Heimnetzwerkes ein. Wählen Sie weiterhin die Verschlüsselungsart aus und geben Sie das Kennwort für Ihr Heimnetzwerk ein. Nach Eingabe aller Einstellungen tippen Sie oben rechts auf Sichern, um Ihre Eingaben zu speichern. Bei einem Android-Gerät laufen die folgenden Schritte automatisch ab. Ich zeige Ihnen jetzt, wie die Einrichtung bei einem Apple-Gerät fortgesetzt wird. Beobachten Sie, wie sich die grüne LED der WLAN-Schnittstelle verhält. Leuchtet die LED dauerhaft, überprüfen Sie Ihre Eingaben und versuchen Sie es erneut. Blinkt die LED regelmäßig auf, war die Verbindung erfolgreich. Wählen Sie das entsprechende Feld aus. Öffnen Sie danach die Einstellung Ihres Gerätes und verbinden Sie sich wieder mit dem Heimnetzwerk. Kehren Sie anschließend in die Solexa 2 Mobile App zurück. Ab hier funktioniert die Einrichtung bei Apple und Android wieder gleich. Warten Sie ab, bis Sie aufgefordert werden, die Wetterstation einzulernen. Nach einiger Zeit erhalten Sie die Anzeige, dass sich die WLAN-Schnittstelle in Lernbereitschaft befindet. Unterbrechen Sie nun die Stromversorgung Ihrer Solexa 2 Wetterstation oder betätigen Sie den Taster im Inneren der Wetterstation, um die Wetterstation mit der WLAN-Schnittstelle zu verbinden. Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung der WLAN-Schnittstelle sowie Ihres WLAN-Routers hierbei nicht unterbrochen wird. Die Anzeige in der App wechselt automatisch, wenn die Wetterstation erfolgreich eingelernt wurde. Warten Sie nun ab, bis der Vorgang abgeschlossen wurde. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie sich auf Ihrem Endgerät die Wetterdaten anzeigen lassen oder Ihre Antriebe bedienen.